Wenn ich Spam bekomme, lese ich diese E-Mail immer durch. Spam nervt. Das denken ganz viele. Heute lade ich dich zu einem kleinen Perspektivwechsel ein. Denn Spam ist natürlich nicht schön, aber die Frage ist doch eine ganz andere. Was können wir von Spam lernen? Ich möchte dir heute drei Dinge mitgeben, die du von Spam-Mails in deinem Postfach lernen kannst. Tipp Nummer 1. Schau dir doch mal an, wie schreiben Spammer denn ihre Betreffzeile. Denn die Betreffzeile in einer Spam-Mail ist der größte Grund, warum die Spam-Mail geöffnet wird oder nicht. Und glaub mir, unter den Spammern gibt es einige sehr schlaue, sehr pfiffige Menschen, die wirklich wissen, wie E-Mail-Marketing funktioniert. Du solltest dir also immer anschauen, was steht in der Betreffzeile. Immer wieder wirst du finden, steht unser Termin heute noch? Angebot nur noch bis letztes Stück davon. Wie war unser Termin heute? Betreffzeilen, die dafür sorgen, dass du im ersten Blick neugierig bist und einmal reinschaust. Wenn du wissen willst, wie du professionelle Betreffzeilen schreibst, dann schau dir gerne einmal das Video an. Vier gute Taktiken für exzellente Betreffzeilen. Punkt Nummer 2, den du von Spam-Mails lernen kannst. Teilweise haben die Spam-Mails eine sehr, sehr gute Copy, also einen sehr guten Verkaufstext. Sie gehen genau darauf ein, was dich gerade bewegt, sie holen dich ab in einer Reise und geben dir am Ende einen sehr starken Call to Action. Dieser Call to Action sorgt manchmal dafür, dass wir ein bisschen misstrauisch sind und überlegen, könnte es vielleicht nicht doch etwas Gutes sein? Wenn Spam nie funktionieren würde, gäbe es niemanden, der Spam schreiben würde. Das darfst du einfach nicht vergessen. Von daher, natürlich können wir Spam erkennen, aber unterschätze nicht, dass manchmal eine wirklich gute Copy in so einer Spam drin ist. Und manchmal finden wir dort gute Elemente, die wir auch für eine seriöse E-Mail benutzen können. Wenn du wissen willst, wie gutes Copywriting funktioniert und wie auch du ganz einfach professionelles Copywriting machen kannst, verlinke ich dir direkt hier einmal ein Video für ein Tutorial für das Thema Copywriting. Und Learning Nummer 3 aus Spam-Mails. Schau dir mal an, wer ist der Absender in Spam-Mails? Du wirst in Spam-Mails niemals einen No-Reply-Ad-Versender finden. Niemals. Denn Spammer wissen, sie erwarten deine Antwort und wollen gar nicht als Werbung wahrgenommen werden. Diese drei Tipps kannst du aus Spam-Mails lernen. Also, ich hoffe, der Perspektivwechsel gibt dir einen neuen Blick auf Spam-Mails und lässt dich vielleicht doch mal häufiger in deinem Spam-Filter schauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch und abonniere unseren YouTube-Kanal.